Hallo Seebären, hallo Landratten, hallo Kapitäne in World of Warships. Eine Runde gewertete Gefechte der Sprint auf Tier 6, der Sprint, nicht der Sprint. Und ich bin unterwegs mit der Shinob. Ein Schiff, was sonst von den russischen BBs eher nicht so mein Favorite ist. Eigentlich aus dem ganzen russischen Baum das einzige Schlachtschiff, was ich ja mäßig fand. In den Gewerteten hat es sich allerdings als gut bis sehr gut erwiesen. Es ist auch sehr viel gefahren worden. Jetzt hier auf der anderen Seite nur eins, aber ich habe auch schon Gefechte gehabt, wo ich mehrere hatte. Und insofern hat sich dann mein Verhältnis zur Shinob auch ein bisschen verbessert. Ich habe es vorher einfach auch nie so oft gefahren, weil ich es halt beim Hochspielen gefahren habe und da nicht so toll fand. Ja, gewertete diesmal im Sprint, also verkürzt auf T7, fand ich sehr nett, hat Spaß gemacht. Ich finde überhaupt, man sollte viel mehr in den mittleren Stufen ansiedeln und nicht alles immer nur T10. Was ist mit dabei? In den Nelson und Leon und Scharnhorst, auch sehr gern gesehen hier drin. Kein Zerstörer. Also, gucken wir mal. Im Moment fahren wir alle noch so vor uns hin. Wir haben uns für A entschieden. Noch ist nichts zu sehen. Es fährt auch keiner zu B von uns, weil, wie gesagt, kein Zerstörer dabei und alles andere. Sei es eine Fidschi oder eine Indianapolis, wäre zu langsam, da jetzt mal eben reinzurauschen. Aber wie wir sehen, auch vom Gegner kommt etwas nach A. Hätte ja sein können, dass die jetzt alle nach B fahren. Bisher noch außerhalb der Reichweite. Ich bin aber schon von 2 entdeckt, von 3 entdeckt und aufgeschaltet. Algerie, Nelson, Gneisenau. Ja, nur ganz mäßig getroffen. Der erste Schuss, die erste Salve war nicht so sauber. Hat ein bisschen abgedreht. Ja, die Turmdrehung wie immer bei den Russen. Man will sich hin und her orientieren. Klar, möchte man natürlich auch. Ja, ist alles nicht so toll. Da kommt die Nelson. Dann gucken wir mal, ob wir eher da reinhalten. Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher, wohin es gehen soll. Das war die gegnerische Shinob. Die hat es zumindest probiert. Ja, war jetzt auch nicht so der Burner. Scharnhorst fährt mir jetzt erstmal rein. Ja, Lyon drückt von der anderen Seite. Das ist totaler Unfug, was wir hier machen. Aber richtig. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier uns nicht nur hinter der Insel hochstapeln, sondern auch wirklich etwas tun können. Da kommt die Algerie. Da schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, First Blood, vernichtender Schlag, Zitadelle und raus war sie. Das war ein sehr guter Anfang. Da hat die Shinob dann gezeigt, wenn ein Zerstörer oder beziehungsweise ein Kreuzer Breitseite zu erfährt, was sie dann anrichten kann.
Da haben wir einen angewinkelten. Da haben wir jetzt eine Breitseitengneisenau. Ah, nicht zu lange zielen. Wer zu lange zögert, da dreht sie dann schon wieder ab. Und schon waren es nur knappe 3400. Da habe ich effektiv zu lange überlegt und zu lange gezielt. So, und jetzt muss ich auch vorfahren, weil gleich nichts mehr im Begriff ist. Die Chinook kommt allerdings auf uns zu. Oh, und die Gneisenau dreht. Das ist natürlich sehr schön. Diesmal nicht so lange überlegt, mehr reingepackt, früher. Naja, sind es immerhin 7,4. Und sie hat jetzt auch nur noch 1600. Jetzt müsste jemand von den anderen nachlegen, dann wäre sie weg. Macht aber leider keiner. Oder doch, da kommt's. Mal gucken, ich versuche einzudrehen. Aber, mit 108 stehen gelassen. Noch mehr Geschosse. Und da ist sie weg. So. Sieht schon mal nicht schlecht aus. 6 gegen 4. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns hier mit der Chinook und der hinterliegenden Gneisenau beschäftigen. Die ist allerdings wirklich weit weg. Der Gegner nimmt jetzt B ein. Ja, und die hat weggedreht. Das war zu weit. Und da kommt die Chinook. Und da müssen wir jetzt sehen, dass wir ein bisschen vorankommen. 4 gegen 6 ist nicht schlecht, aber es ist auch noch nicht sicher. Ah, das war zu tief gezielt. Chinook steht angewinkelt. Bringt im Moment alles noch nicht so sehr viel. Fährt rückwärts. Nelson und Gneisenau dahinter. An die Elena kommen wir nicht ran. Unsere beiden Kreuzer fahren jetzt rüber. Leider ziemliche Breitseite. Und das, ja, kann dann auch schon mal den Sieg kosten. Zu weit vorgehalten. Nur knappe 5500 oder 5600. So, jetzt reicht es mir. Ich sage mir, okay, wir müssen jetzt hier einfach nach vorne. Fidschi und Indianapolis sollten eigentlich die Helena leicht rauskriegen, wenn sie da nicht so, ja, so offen fahren würden und dadurch ihr eigenes Überleben riskieren. So, nochmal 5-4 auf die gegnerische Chinook, die da versucht, rückwärts aus der Gefahrenzone zu kommen. Wenn sie hinterm Berg drehen würde oder nach vorne hinterm Berg gefahren wäre, hätte sie drehen können. So gelingt ihr das nicht. Ja, unsere glückliche Indiana. Tja. Ob unsere Indy auf Dauer so glücklich ist, werden wir noch sehen. Ah, first target von allem. Was da kreucht und fleucht. Nochmal 5500. Auf die Nelson, wir sind bei 700 Punkten und ich bei 59.000 Schaden. Irgendwie will ich unbedingt auf die Chinook, obwohl die anderen fast günstiger wären, wenn ich denn vorher mal überlegt hätte. Da hat es mich dann ganz schön zerrissen. Helena lebt immer noch. Indianapolis und Fidschi kriegen das irgendwie nicht hin.
Indianapolis im Fluchtmodus. Helena, ja, jetzt zwar offen, aber Insel dazwischen für mich nicht erreichbar. Ja, Shinob. Ja, das war gar nichts. Da sieht man mal, wie man auf eine Shinob nichts machen kann. Ja, und auch bei mir hat sie nicht wirklich viel abgezogen. Das war die Helena. Dafür ist unsere Fidschi aber auch weg. Die Indy lebt noch. Und nach wie vor ein Versuch auf die spitzstehende Shinob 4-2, diesmal mehr nach hinten. Ah, ich ahnte, dass da noch was rauskommt. Klar, die Gneisenau. Und jetzt gucken wir mal, da kommt die Nelson raus. Fährt spitz rein. Nur Durchschlag und Abpraller. Und jetzt ein Treffer am Torpedoschutz. Der Rest war wirklich alles weg. Also die Gneisenau fährt zur Nelson hin. Kann man sich da hinten mal anschauen. Haben alle nicht mehr viel. Auch unsere Indianapolis ist so gut wie weg. Ein Schiff haben wir schon verloren. Und jetzt müssen wir mal gucken, worauf wir uns hier konzentrieren. 819. Indianapolis lebt noch. Ich komme an die Gneisenau dahin nicht ran. Ich dachte eigentlich, die Nelson würde sie rammen. Hat sie dann aber irgendwie nicht. Es gibt nur noch diese drei Schlachtschiffe. So, und jetzt muss ich mich irgendwie drehen. In die eine oder andere Richtung. Das waren 10.000 auf die Nelson. Jetzt muss ich mich da ein bisschen eindrehen, sonst zeige ich ihr die absolute Breitseite. Ich habe aber auch die Shinob noch vor mir. Wir sind aber Gott sei Dank hier nicht allein. Ja, genau das wollte die Nelson nämlich machen. Jetzt hat er sich ein bisschen heile. Jetzt versucht sie hinterm Berg wegzukommen. Ich versuche ihr vorher noch eins auf die Reling zu geben. Naja. Ein bisschen tief gehalten. Und das hätte ich dann doch wirklich so machen sollen auf die Reling. Jetzt kommt sie vor. Hat beschlossen, sich nicht weiter zu verstecken. Nelson zurückgezogen. Indianapolis lebt noch. Gneisenau lebt noch. 882 Trefferpunkte sind wir. Ich liege bei 85.000. Damit war die Nelson raus. Schiff Nummer 3, nochmal Großkaliber gegeben. So, jetzt kann ich... Ah, die Shinob versucht es. Unsere Nelson ist raus. Die Gneisenau lebt noch. Wir haben keinen Point mehr. Wir haben ein Schiff verloren. Wir müssen jetzt nicht nur diese Shinob rausnehmen. Das war im Übrigen der vierte. Und da habe ich dann so ein wenig auf den Kraken gehofft. Aber es gab nur noch ein Schiff. Das hatte nicht mehr viel. Und natürlich schießen alle anderen auch drauf. Insofern war meine Chance auf den Kraken da relativ gering. Hat auch letztlich nicht geklappt. 98.000. Ja, ich komme noch ein bisschen. Ich komme auf 102.000 letztendlich. Shinob im... gewerteten Gefecht, durchaus sehr akzeptabel, hat sich tapfer geschlagen, gut ausgehalten. Ich habe jetzt allerdings auch wenig Breitseite zeigen müssen. Dadurch eigentlich bis auf das bisschen Kreuzfeuer recht wenig kassiert. Das war also dann doch ganz angenehm. Ja, das Spiel endet, dass wir das gewinnen, dass die Gneisenau gleich noch gekapert wird von der Lyon, weil wir sind ja auch nur noch zu zweit. Ich werde indessen noch B anfangen zu cappen, aber sie wird nochmal sichtbar und dann war es das Ganze.
Für mich hat dieses Gefecht so ein bisschen mein Verhältnis zur Shinnok verbessert. Ich will nicht sagen, dass ich ein riesiger Fan von ihr geworden bin. Ich bin ja insgesamt ein großer Fan von den russischen BBs. Bei ihr ist es jetzt so, ich bin ein bisschen versöhnt, dass sie beim Hochspielen nicht ganz so toll war und nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber jetzt bei den Gewerteten war es dann doch wirklich nett. So, der Gegner. Sie hätte sich jetzt auch einfach hinstellen können, verstecken können hinter einer Insel, hat sie aber nicht gemacht. Sie kommt jetzt tatsächlich vor und ich treffe sie leider. Ich schieße zuerst, habe sie dann nicht ganz weggenommen und dann kam die Leon und hat den Rest gemacht. Wäre es umgekehrt, hätte ich gewartet, bis die Leon schießt, dann hätte ich vielleicht einfach bessere Chancen gehabt. Aber so hat es bei mir halt leider nicht gereicht. Ja. Um nicht zu sagen, nur 1295. Und dann holt sich das die Leon. In diesem Sinne, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Macht's gut.